Wartet, wartet, jetzt, jetzt, Achtung! Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Slaybee und wir spielen eine weitere neue Runde in dieser wunderschönen und auch brutalen Welt von Rust. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, brutal finde ich es bisweilen noch gar nicht so. Wir sind wieder eine Person von 50 und wir haben uns jetzt schon etwas hier umgesehen, also ich persönlich allein privat, und habe festgestellt, dass es nicht wirklich viel zum Raiden gibt, was leider dann die Möglichkeiten hier auf dem Server natürlich stark begrenzt. Bisweilen, wo ich jetzt hier privat hier noch gesucht habe und zum Teil gefunden. Ja, war nicht viel dabei. Also da hinten haben wir zum Beispiel, da ganz hinten in der Ferne, haben wir einen Leuchtturm. Da war ich eben, da waren ein paar Tönchen dabei, da konnte ich ein bisschen Nähzeug finden und so. Aber keine mechatronischen, elektronischen Teile, die wir brauchen für unser wunderschönes C4 zu machen. Bin dann auch an der Radioaktivität beim Leuchtturm selbst gestorben, weil da war es so stark radioaktiv, dass ich mich nicht mehr über Wasser halten konnte. Hatte auch da keine antiradioaktiven Pillen dabei. Und das war jetzt auch nicht sonderlich tragisch, also ich fand es jetzt nicht so viel schlimm, weil ich wollte eh wieder zurück, weil ich gemerkt habe, dort in der Gegend ist auch absolut gar nichts. Jetzt habe ich noch eine andere Option, und zwar wir hatten in die Richtung, da gehen wir gleich hin, habe ich eine Gegend gefunden, wo einer gebaut hat, relativ groß sogar. Und dort wollen wir jetzt, wie gesagt, hingehen. Wir wollen uns, was wollen wir jetzt? Ich habe nämlich geguckt, wir wollen uns das hier machen. Wir machen uns eine Sprengladung. Und zwar kleines explosives Paket, hergestellt aus Bodendosen, Granaten. Natürlich um Holz- und Blechtüren. Nützlich. Nützlich, um Holz- und Blechtüren zu zerstören. Dafür brauchen wir jetzt Bodendosen, kleines Versteck und Seil. Wir packen uns jetzt erstmal hier die Kiste. Die habe ich übrigens ganz toll hingestellt, wie ich finde, ja. Die hat Style. Mhm. Die da ist ein bisschen langweilig, ja. Hier haben wir die leeren Bodendosen. Die holen wir uns jetzt mal hier hin. Ja, Spike, das ist alles in Ordnung. Ist keine Bodendose für dich zum Essen dabei. Was hat er jetzt noch? Seil? Seil brauchen wir noch? Wir brauchen zuerst... Kleines Versteckseil haben wir. Wir müssen uns erstmal so ein kleines Versteck machen. Wo finden wir dieses kleine Versteck? Hier. Dafür brauchen wir Stoff. Okay, kein Problem. Stoff haben wir. Holen wir mal hier so rüber. Wird wohl reichen. So, dann können wir uns damit jetzt wohl dieses kleine Versteck machen. Ich würde sagen, wir machen mal 20. Das geht ja relativ schnell. Oh, ich glaube, wir haben sogar... Wir können die nicht lagern. Machen wir die mal gerade hier so ein paar rein. Ja, gut, muss reichen. So, jetzt haben wir kleines Versteck. Ne? Ja, das sieht gut aus. Dann wollen wir... Was brauchen wir noch? Die 4 bodenlosen Granaten. Bodendosengranaten. Wie mache ich denn jetzt eine Bodendosengranate? Kann mir das jemand sagen, wie ich eine Bodendosengranate mache? Wir gucken mal gerade hier. Ich muss jetzt mal gerade hier alles durchgehen, um herauszufinden, wie wir denn diese... Da ist nur normale Sprengstoff. Das hier sind Klamotten. Da wird wohl nicht sein. Bodendosengranate. Das ist ja ein Ding. Hier. Das ist es. Schießpulver. Ah, Metallfragmente brauchen wir und Schießpulver. Metallfragmente haben wir drin. Wunderbar. Und wir brauchen... wie machen wir Holzkohle? Shit. Das weiß ich gar nicht. Schießpulver, Schießpulver, Schießpulver. Ah, Moment. Machen wir doch hier draus. Von da draus, ne? Ich glaube, da können wir dann Schießpulver draus machen. Ja. Dann machen wir das mal. 56. Uns fehlt das. Holzkohle. Holzkohle geht ein bisschen zur Neige. Schwefel haben wir noch genug. So, das wird jetzt alles hier. Wupp, 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 wupp. Wunderbar. 560. Gut. So. Jetzt. Weapons. Jetzt können wir davon auch. Ich habe gedacht, wir bräuchten für die Bodendosengranaten bräuchten wir diese Bodendosen. Aber das ist ja dann nicht der Tatsache entsprechend. 9 Stück können wir machen. Dann machen wir die jetzt einfach mal. Aha. Okay, und jetzt haben wir die Geschenkpakete und das da und das Seil. Moment, dann könnten wir ja mal gerade, wo sind wir? Orientierungsverloren. Okay, das hier parken wir mal gerade wieder zurück. So, jetzt haben wir gesagt, dass wir das hier machen wollen. Wir können uns jetzt auch einen Eimer machen, ja? Aber den brauchen wir nicht. Wir brauchen die Sprengladung. Davon machen wir jetzt... Was? Nur 2 Stück? Das ist aber nicht viel.
Weil die Bude, die ich gesehen habe, ich weiß nicht, wie viel wir dafür brauchen. Okay, ich überlege mal gerade, vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr, da muss ich gerade noch ein bisschen sammeln und ich melde mich dann gleich zurück. Ja, bitte, danke. Ich sehe gerade hier, wir können auch eine Handgranate machen. Unzuverlässiger Sprengsatz und zuverlässiger Sprengsatz. Wie viel können wir damit machen? 21. Dann lasst uns mal drei davon machen, ja? Danke. Okay, dann machen wir hiervon jetzt noch alle, die wir machen können. Das sind diese 9 Stück. Gut. Und jetzt machen wir noch so viel Sprengladung, wie wir machen können. So, das haben wir jetzt. Okay, gut. Dann schmeißen wir das hier jetzt noch wieder da rein, beziehungsweise wieder dorthin zurück. Und hoffen jetzt sehr, dass wir jetzt hier mit den Zutaten etwas anfangen können. Okay? Wir tun uns mal gerade mal mit Essen eindecken. Erstmal das hier, so, und das hier. Das hier können wir auch noch essen. Erstmal ein bisschen Schokolade. Vielleicht trinken wir noch. Nee, trinken brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dafür erstmal lieber einen Pilz. Wunderbar, noch ein Pilz, 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 Pilz. So. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Oh, ich sehe mal gerade, wir haben hier noch drei Verstecke. Die können noch hier rein. Und dann müssen wir hier raus. Macht Sinn. Macht totalen Sinn. Und dann würde ich sagen, melde ich mich, wenn wir jetzt. Das hier können wir noch gerade wegspucken. Mal gerade noch spucken, spucken, spucken. Und spucken, spucken, spucken. So. Ich werde euch jetzt sagen, wir gehen dort in die Richtung. Wenn ihr da hinten die Berge seht, dorthin müssen wir, ja? Und dorthin gehen wir jetzt auch hin. Und ich melde mich zurück, wenn wir diese Stelle gefunden haben. Und dann versuchen wir einzubrechen, ja? Gut, bis gleich. Und dort hinten. Dort hinten liegt das Objekt unserer Begierde. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, ob wir es schaffen werden. Davor ist natürlich ein großes Tor, was wir mit Leichtigkeit öffnen werden. Das sage ich euch jetzt schon. Ich werde einfach meinen Code eingeben, bitte, ich werde einfach die Tür öffnen. Weil, als ich beim letzten Mal diesen Platz dort gefunden hatte, war die Tür offen. Und, Moment, gerade, kein Moment. Das nehmen wir mit Notreserve für zurück. Wo wir beim letzten Mal da waren, also ich alleine leider, habe ich dann gesehen, dass das Tor zwar so ein Schloss hatte, aber das Schloss war grün, es war offen. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, habe mir die Sachlage da drin angeguckt, habe entschieden, okay, werden wir in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall mal zeigen wollen. Und habe die Tür zugeschlossen mit meinem Code. Und jetzt werden wir da auch mit Leichtigkeit wohl wieder hineinkommen. Ja, das wollen wir noch mit. Weil ich kann euch direkt sagen, dahinter fängt es auch direkt an, radioaktiv zu werden. Ja, also wird es gleich lustig werden, ne? So, jetzt stehen wir davor. Privacy, Property, if you can read this, you are within range. Das ist schön, aber es macht uns keine Angst. Wenn wir jetzt da weitergehen, werden wir natürlich radioaktiv verstrahlt. Das wollen wir nicht. Was ich jetzt irritierend finde, das hier ist wieder offen. Ich hatte das eigentlich geschlossen. Aber gut. Let's rate this. Go. Hier die Öfen, die sind leer. Die hatte ich letztens schon gecheckt. Die sind immer noch leer. Komischerweise brennt hier... Hier brennt Feuer. Und hier hat schon jemand versucht, dagegen zu schlagen. Und es gibt auch nur diese Tür. Wie gesagt, wir haben hier diesen Flash-Block-Base-System hier vor uns. So. Okay. Lasst mich mal gerade einmal hier... Kleinen Moment. Wartet, wartet. Jetzt, jetzt. Achtung. Hat das was gebracht? Ein wenig. Wir probieren mal das andere hier. Weg, 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 weg. Achtung! 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 Noch Achtung? Hallo? Tada. Okay. Gut, ich mach's mal hier dran. Ja, vielleicht. Oh! Was jetzt? Ja. Und? Nein, nein, ach, nein, 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 nein! Ja, dann machen wir dann doch wieder hier in die Tür. Ich mach es zum ersten Mal. Ich schlag bestimmt jetzt die Hand gegen die Stirn und denk, was macht die Lore, ja?
Aber das ist mein erstes Mal, ja, mit dieser Sprengladung und überhaupt und. Ach, ist das nicht toll? Okay, noch eine. Noch eine ist immer drin. Will ich hoffen. Ansonsten haben wir noch hier diese wunderbare Axt hier, ne? Damit kann man noch gut zuschlagen. Okay. Ja! Wir sind drin! Hier hat jemand ein Lagerfeuer gemacht. Und hat das mit ordentlich Holz besetzt. So. Jetzt ist gut hier. Okay. Hier haben wir eine Bärenfalle, die ist aber nicht scharf. Hier haben wir ein Schild. Das ist jetzt, naja. Was haben wir hier noch drin? So, holen wir noch mit. Die Bärenfalle lassen wir mal gerade da liegen. Machen sie auch ganz bestimmt nicht scharf. Okay, wunderbar. Hier ist noch ein Feuer. Ist da noch was drin? Das hier holen wir auf jeden Fall schon mal mit. Lass mal das Feuer noch an, dann können wir uns noch hier umsehen. Ja, wir sind jetzt autorisiert, ne? Wir dürfen jetzt hier bauen. Holz! Ich gehe mal davon aus, dass hier Holz drin ist. Okay. Oder auch nicht. Dann hättest du das Holz ja auch, das Schild auch sparen können. Was haben wir hier noch drin? Und hier? Okay, hier ist Holz drin. Das ist doch schon mal eine Ansage. Jetzt wissen wir auch, wie weit Holz geht, bis 20.000. Ohoho. Und das war's. Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Es gibt das Lagerfeuer, das können wir jetzt noch ausmachen. Komm, hier, raus hier. Ausschalten, mitnehmen. Ja. Das war unser Raid. Ich gebe zu, klar, ich hab's mir auch irgendwo gedacht, dass hier nicht sonderlich viel drin ist. Von der Ausschöpfung, was haben wir bekommen? Nur Holz. Und Kohle. Holz und Kohle, also Holzkohle. Das war's. Mehr gab es hier nicht zu sehen. Das ist schade. Ist ordentlich gebaut hier. Aber nichts Großartiges drinnen. Das ist wirklich fast schade, aber wir wissen jetzt, so eine Blechtür braucht schon ordentlich an dieser Sprengladung. Aber hier ein ganz tolles Bild. Ich wüsste mal gerne, wie man die Bilder da macht. Ne, wir wollen es jetzt nicht bemalen. Das ist so schön. Aber ich würde auch so gern so ein Schild haben. Falls jemand weiß, wie man diese Schilder mit diesen Bildern, die man jetzt nicht nachgemalt hat, offensichtlicherweise, sondern ja, mit so einem richtigen Bild ersetzt hat. Wenn das jemand weiß, wie das funktioniert, würde ich mich freuen, wenn ich das in den Kommentaren nachlesen könnte. Dann würde ich es echt gerne mal nachmachen. Ja, machen wir mal hier die Tür zu. Komm. Machst du zu. Ich weiß auch gar nicht genau, wenn wir jetzt hier nochmal sagen, hier PIN-Code drauf. Machen wir PIN-Code drauf, 1337. Das meine ich jetzt wirklich ehrlich. Aber machen wir so zu. Vielleicht hab's ja vergessen zuzumachen. Egal. Der 1337 mir eingibt, wird sich freuen. Dann hat eine komplett neue Base, ne? Die ist nämlich schon mal ziemlich kräftig gebaut. Aber mal ganz ehrlich, Leute, ich glaube, hier der Server hat nicht sehr viel Potenzial. Ich bin die ganze Zeit hier allein auf dem Server. Das da ist die einzigste Base, die ich gefunden habe hier. Ich meine, ich habe mich natürlich jetzt noch nicht überall herum umgesehen. Aber die Bereiche, die ich gefunden habe, die waren noch relativ trostlos. Also keinerlei Seele. Ne, weil es ein Bär, der mich angreifen wollte, habe ich gefunden. Da hinten können wir nicht gehen, weil hier ist radioaktiv. Wir können uns ja gerne noch hier umsehen. Aber ich glaube, selbst hier ist Radioaktivität gegeben, oder? Nein. Doch. Ja, lass mal weg. Gucken wir noch hier die Pille, aber wir können einen kleinen Umweg machen. Dann essen wir am besten jetzt noch was. Aber ich glaube, das war's. Das war unser Raid. Den haben wir gemacht. Der war erfolgreich. In dem Sinne, dass wir sehr viele Ressourcen ausgegeben haben, für die Tür da aufzubrechen. Aber es ist uns gelungen. Wir sind reingekommen. Ich bin jetzt ein bisschen stolz. Und natürlich ein bisschen traurig, weil, ja. Ich glaube, wir müssen uns einen neuen Server wieder suchen. Es nützt alles nichts, damit dann mal ein bisschen mehr Action abgeht. Aber wir haben jetzt relativ was dazugelernt, dass wir für diese Blechtür schon relativ viel an Sprengladung brauchen. Das waren jetzt, glaube ich, 3 Stück, die wir dort angebracht haben. Das hat aber dann auch gereicht. Und, ich kann mich ja noch umgucken, um zu gucken, ob ich noch irgendwo irgendwen irgendwie finde, ja? Okay. Ja, Leute. Da hat jemand gebaut. Da hat jemand gebaut. Hier hat noch jemand gebaut. Das ist unglaublich. Wir haben noch 2 Handgranaten. Das gucken wir uns jetzt natürlich noch an. Das muss sein.
ordentliches Steinhaus. Sehr hübsch, ja. Sehr schön steinig. Hi, I am Rack. Hallo, Rack. So, Rack, dann... Shit. Ja, scheiße, ihr rollt so sehr weg, ne? Na gut. Oh, der hat sehr viel Schaden gemacht. Wow, Rack hat cool gebaut. Gefällt mir, Rack. Sehr schön. Ja, Rack, dann, Moment. Wir könnten ja vielleicht noch... probieren? Ja, ganz schlecht. Wahnsinn. Okay. Ja, das war nicht viel. Wir probieren jetzt mal, was passiert, wenn wir hier draufschlagen. Aha. Aha. Ich melde mich gleich zurück, okay? Danke. Tschö. Wir sind jetzt von 200 auf 3. Wir haben diverse Äxte. Also ich glaube so an die 100 Äxte verbraucht. Ich weiß es nicht genau. Die Nacht haben wir überspult, damit wir hier besser sehen können. Und ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert. Zurück, hin, zurück. Was soll man machen? Dann ist mir noch die geistreichige Idee eingefallen. Leider zu spät. Wir können ja auch, und deswegen immer diese Gastanks... Ich habe mich schon mal gefragt, wofür sind die Gastanks eigentlich gut? Wir können uns ja mal einen Flammenwerfer machen. Das werden wir auf jeden Fall in den nächsten kommenden Folgen, werden wir einen Flammenwerfer machen. Und dann werden wir uns nicht mehr mit dem C4 abgeben oder sonstiges, was wir auch sehr lange brauchen, bis wir das gefunden haben. Metallrohr kriegt man öfters als diese elektronischen Teile. Und leere Propangastanks werden uns auch relativ hinterhergeschmissen. Brennstoff kriegen wir auch schnell. Hochwertiges Metall, Promagant ist drüber zu reden. Deswegen beim nächsten Mal Flammenwerfer. Bin ich ganz gespannt, wie das funktioniert. Wir werden es auf jeden Fall uns ansehen. Aber jetzt wollen wir da rein. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir auch da reinkommen. Ja, das ist okay, das kennen wir schon. Jetzt kommen wir aber rein. Jetzt kommen wir auf jeden Fall rein. Zwischenzeitlich haben wir gerade noch ein Pferdchen getötet. Leider. Tut uns auch leid. Wie wunderschön. Wir sind drin. Wir sind endlich drin. Hier hat ein Feuerholz. Das nehmen wir mit. Was hat er hier drin? Nichts. Was ist das denn? Da ist ja nichts drin. Holz, 100 Stück. Das sind wohl die Anfangsdinger von der Forge. Hier hat er einen schönen kleinen Obstgarten, wollten sie schon anlegen. Und hier liegt er, der Herr Rack. Unten hat ein Teddybär. Och, wie süß. Also er hat ihn wirklich schön gemacht. Finde ich echt gut. Mach mal hier Fenster auf. Lass mal ein bisschen Licht hier rein. Hat ihn aber wirklich schön gebaut. Er hätte sich vielleicht noch die Mühe machen können, die Tür etwas stärker zu gestalten. Dann hat sogar eine... Er hat sogar eine Lampe. Na, den Brennstoff holen wir uns aber mit, ne? Und den hier auch. Also so eine Lampe, die hätte ich auch gern. Ich glaube, die machen wir uns auch mal. Aber schön. Sehr schön. Ganz toll. Also Rack gefällt mir sehr gut. Ich darf mich mal gerade hier autorisieren. Ja, ansonsten sind seine Kisten komplett leer. Rack, warum sind dann Kisten leer? Also der Rack hat ganz coole Klamotten. Ganz coole Klamotten. Die nehmen wir uns jetzt alle. Also Rack, hast ja doch was. Du hast ja doch was. Du hast ja doch was an dir, was dich sympathisch macht. Und zwar hast du eine AK-47. Sogar mit zwei Aufsätzen. Ja, dann dank... Hochwertiges Metall! 825! Ja. 105 Patronen! Ja, Rackelein. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Was können wir denn hier austauschen? Das hier schmeißen wir mal gerade weg. Und holen deine super Axt hier noch. Die finde ich nämlich ganz toll. Und ansonsten würde ich sagen... haben wir dich geradet. Aber vielen Dank, gell? Vielen Dank. Wir können ja so nett sein und lassen dem Rack hier so ein... Oh, das ist ein Riesenschild. Kann ich
Können wir das hier irgendwie realisieren, dass wir das da an die Wand bekommen? Ich möchte das hier an die Wand bekommen. Geht das? Nein, ging doch eben, oder? Da. So, jetzt beschriften wir das noch und schreiben Hallo. Nee. Kannst du nochmal neu machen? Moment. Wir machen das jetzt erstmal alles hier weiß. Ungefähr das so. Dann hat er das auch gleich etwas besser zum Lesen, wenn wir das hier jetzt so machen. So, ja. Noch hier so ein bisschen. Da oben den Strich noch. Danke. Okay, so. Jetzt haben wir das alles gleich ganz schön weiß. Und jetzt schreiben wir ihm noch eine nette Nachricht. Vielleicht in der Schriftgröße. Hallo. Rack. So. Schreiben wir sorry. Sorry. Und danke. Thanks. Ja. Und dann machen wir hier noch so ein Herzchen hin. So. Gut. Und vielleicht noch eine lachende Sonne. So. Das ist doch mal hier ein Statement, womit er bestimmt leben kann. Dann machen wir hier noch so kleine Pünktchen rein, damit die Sonne auch... Hihihi. Hallo, Ruck. Sorry und thanks. Aktualisieren. Wunderbar. So, jetzt weiß ich Bescheid. Es tut uns leid. Wir haben geradet. Wir gehen jetzt nach Hause, wenn wir unser Zuhause nochmal finden sollten. Wir gucken mal gerade auf seine Map. Kann man die irgendwie... Map? Na, können wir die gucken? Hilft dir herauszufinden, wo du bist. Du kannst die Karte bemalen, indem du auf der Karte rechtsklick drückst. Können wir die Karte auch irgendwie gucken? Also wir verlassen erstmal hier die Bude. Sonst gab es ja hier nichts mehr. Gegenstand zum Reparieren. Klar, Moment. Reparieren hochwertiges Metall. Und Holz. Super. Jetzt haben wir doch noch repariert. Ganz toll, weil wir haben noch selber gar keine Werkbank. Jetzt wissen wir zumindest wofür. Wir haben auch hier einen Schlafsack hingelegt, da hinten hin. Falls er wach werden sollte. Ja. Tut mir leid, Rack. Das war also fast schon ein genialeren Raid. Auch wenn dieser sehr viele Ressourcen verbraucht hat im Sinne von Stein und Holz. Deswegen muss man zwischendurch mal mit unserem Steinchen auf Stein kloppen. Aber, was soll ich sagen? Wir haben eine AK-57, wir haben über 800 hochwertiges Metall bekommen. Ich denke, das ist ein Fortschritt. Ich denke, und die Waffe sieht cool aus. Die ist cool bemalt. Gefällt mir. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Und das müsst ihr euch jetzt nicht mehr ansehen. Ich muss jetzt mal gucken, in welche Richtung liegt unser Zuhause. Nun, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr denkt, dieser Raid hier, der war mal ganz schön schlecht, aber erfolgreich in dem Sinne, ja? Ihr wisst, was ich meine.
Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch lassen, wenn ihr wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn euch meine Videos generell, wie so häufig, gefallen. Und ja, ich würde euch auf jeden Fall eine gute Zeit wünschen, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne, tschüss.